Jo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zu meinem ersten Let's Play und zwar von Tales of Graces F Phantom Bandai für die PS3. Für mich Let's Play. Von mir Let's Play. Ja, hä, super, hä. Für euch. Ja. Ich würde sagen, nachdem ich nochmal was Peinliches sage, fangen wir einfach ein neues Spiel an. Ich könnte auch auf Neues Spiel Plus gehen, aber. Das fängt schon mal geil an. Also, okay. Ja, Einstellungen. Haben wir ja Textgeschwindigkeit. Kampfschwierigkeit. Tun wir mal auf schwer stellen. Den Rest wüsste ich jetzt nicht, was wir umstellen müssten. So, was haben wir denn hier? Einen Jungen. Und noch ein Jungen. Blumen assoziiere ich auch immer mit Abenteuer, aber ne. Ja, dann ist es ja okay. Auf zu den Blumen im Landbühl. Ja, wir steuern ja diese beiden Racker, Aspel und Duart. Ich gehe besser ja noch nicht auf das alles ein, weil das wird hier bestimmt noch einige überfordern, die das Spiel nicht kennen. So, Schatztruhe, Apfelgummi mal 3. Das sind unsere Heilgegenstände in dem Spiel. So, dann direkt im ersten Kampf. Drück X, um annähernd uns anzugreifen. Bam. Ja, man kann den linken Analogstick drücken, um die Bewegung im Angriff noch ein bisschen zu steuern. Und mein Gott. Also ich kann so zum Beispiel nach links oder rechts angreifen. Jetzt können wir ja sowieso noch nichts machen, außer normal anzugreifen. Und die machen mich fertig. Aber wird später noch so Hammer. Da glaubst du gar nicht. Im Moment können wir nur einfach Button mashen. Button mashen, Button mashen, Button mashen. Ja, genau so. Wir haben eine Giftnadel bekommen. Ja. An die Kampftipps könnt ihr euch schon mal gewöhnen. Weil die werden noch ungefähr bis zum Ende des Spiels angezeigt. Und hier haben wir Plaudereien. Plaudereien sind kurze Unterhaltungen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe. Drücke Select, sobald das Plaudereien-Symbol an bestimmten Schauplätzen auf dem Bildschirm erscheint, um sie dir anzusehen. Wenn du dir gerne Plaudereien ansiehst, solltest du überall hingehen, um sie dir alle anzusehen. Ja, die nennt man auch Skits in der Tales of Serie. Und normalerweise sind die immer nach bestimmten Ereignissen oder so verfügbar, aber hier sind sie immer ortsgebunden in dem Spiel. Das sind so kleine Plaudereien, die einen, ja, die ein bisschen die Charakterentwicklung fördern. Oder was von der Story erzählen und so weiter und so fort. Ich drücke jetzt einfach mal Select für Quell des Drucks. Ja, dann passiert das hier. I guess Frederick knew what he was talking about after all. Here, give me some of that. I want to try it. Hey, I'm not your guinea pig. No. Schon mal X und dann heilen wir uns. Sind wir voll AP. Geil, wa? So. Aber jetzt erstmal wieder ein Kampf. Nur so. Wir kämpfen gegen dieses abgelehnte Pokémon hier. Komm her.
Strom sieht man auch immer, was für Angriffe wir einsetzen. Haha, haha. Ja, sehr viel anderes können wir noch nicht. Aber da kommt noch. Ja, Schwierigkeit, das erklärt sich von allein. So, und noch eine Truhe. Mit Glaskugel. Eine ehrlich hüpfende Kugel, die bis vor kurzem noch bei Kindern beliebt war. Geil. Und das nächste Pokémon. Drücke Fähre zum Abwehr feindlicher Angriffe. Greif ich an. Geil. Zack. Aua. Mann, stirb. Oh, jetzt kann ich nur vier x drücken. Aber dann kommt noch alles. Espel hat Glöcken erlernt und Hubert hat Tigerklinge erlernt. Geil. Abwehr. Ja, habe ich gerade gezeigt. Danke. Genau, jetzt kommen erstmal. Jetzt kommt erstmal eine lange Zwischensequenz. Oder des Lebens. So, die Phönixfedern in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich hier bei den Cutscenes dazwischen plappern soll oder nicht. Ich werde es sowieso machen, also. Baum. Wenn ihr euch die Cutscenes ohne Geplapper anhören wollt, dann guckt euch ein Walkthrough an. Weil da ist ja nicht der Sinn eines Let's Plays, die Klappe zu halten. Oder? Ist das? Und jetzt bringt sie uns um. Na super. Your voice, and I woke up. Why was I awakened? Well, you know it's dangerous to sleep out here. If you want to take a nap, maybe you should find a bed or something. Schmetterling? Nein, folgt doch nicht den Schmetterling, Mann. Weißt du, wenn ich jetzt in Japan Schmetterlinge für den Tod stehen? Ja, siehst du? Sag ich doch. Dummes Mädchen. Ach, die werden im Wasser gelandet. Wäre doch nichts passiert. Dann wärst du nass geworden. Rude. I should introduce myself first. I'm Asbel Lant. This is my little brother, Hubert. Hi, it's a pleasure to meet you. So, tell us your name. My name? What was it? What was my name? Hey, don't tell me you forgot your own name. Well then, I know. Can you at least tell us where you're from? Where I'm from? Da.
either? Asbel? I wonder if maybe she has amnesia or something. They say that people with amnesia have trouble remembering things. Amnesia, huh? Hey, so you really can't remember anything? Well, you know, Hubert, you may be right. So what do we do now? We bring her back to town. What? Are you serious? Can we even do that? Well, what else can we do? We can't just leave her here. Oh, es ist der Schmetterling, der versucht hat, uns zu töten. Maybe she'll remember something once we get back. Oh, yeah. I suppose that makes sense. Wir sehen uns in der Hölle. Hey, why don't you come back with us? In der Hölle. There's no point standing around here by yourself. Great. We'd better get going then. You like flowers? Here, take one for the road. It's just a flower, you know. You're weird. Well, never mind. Let's go. Als Mädchending hast, weil das musst du nicht verstehen. Wir haben eine gepflückte Blume erhalten. Geil. Ist bestimmt wichtig für unsere ultimativen Waffen oder irgendwie sowas. Ja. Wir haben ein unbekanntes Mädchen getroffen. Auf dieser Blumenwiese. Das Logischste, was man natürlich machen kann, ist, sie mitzunehmen. Warum nicht? So, an Speicherpunkten sind auch oft Skits. Und hier ist gerade einer. Grundlos aufmüpfig. Two of you doing in the meadow, Asbel? I'd heard flowers bloom there year round, and I wanted to see them. I'm kind of an explorer like that. That's what he likes telling everyone. But he only went there because Dad said not to. What? No! This has nothing to do with my father. Ja, ich habe noch eine Minute ungefähr Zeit, deswegen gehen wir einfach mal in einen Kampf. Komm her. Und das Mädel hat kämpft natürlich mit und macht mehr Schaden als wir und hat mehr HP. Okay. Die Alter werden bestimmt erstmal komisch gucken, wenn wir hier mit einer reiferen Frau mit nach Hause kommen. Ein bekanntes Mädchen hat Sturzflug des Adlers erlernt. Titelgrundlagen, ja. Auf die Titel könnte ich jetzt schon eher darauf eingehen, aber wir haben, wenn ich mich nicht irre, jeder nur einen. Also hier zu erklären, ja, was soll Titelgrundlagen? Fertigkeiten erlernst du, wenn du die Titel erlangst und dann in Kämpfen FP sammelst. Jetzt eine Fertigkeit erlernt, wirkt sie auch, wenn der Titel entfernt wird. Niedrigere Fertigkeiten sind leichter zu erlernen, aber höhere sind nützlicher. Tausche Titel öfter aus, um eine Vielzahl von Fertigkeiten zu erhalten. Also sozusagen alles, was wir machen im Kampf oder überhaupt an sich sorgt dafür, dass wir verschiedene Titel freischalten. Und diese Titel können wir dann alle aufleveln. Dann bekommen wir hier so dauerhafte Techniken oder andere verschiedene permanente Sachen. Aber das nützt uns dann nicht viel, weil wir jeder nur einen haben. So, aber ich würde sagen, ich beende den Part mal hier. Ich hoffe, es hat einigen Leuten gefallen. Oder auch nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns dann auch hoffentlich im nächsten Part. Also, tschüss. Könnt ihr jetzt gehen. Macht irgendwas anderes. Lebt euer Leben. Oder geht schlafen. Keine Ahnung. Ciao. Bye bye.